Werbung. Surfen in Osnabrück. Surfen auf der Hasewelle im L&T Sporthaus. Das ultimative Abenteuer für die ganze Familie. 45 Minuten Surfspaß vom Anfänger bis zum Profisurfer. Bist du bereit, die Welle zu erobern? Ob allein oder mit Freunden, unsere Coaches freuen sich auf dich. Auch eine tolle Idee zum Verschenken für Junggesellenabschiede oder Firmen-Events. Aktionen und Tickets unter hasewelle.de oder persönlich im L&T Sporthaus. Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und moin ins Osnabrücker Land. Mein Name ist Anna und es ist Donnerstag, der 14. März. Heute geht es um die Sicherheit am Neumarkt. Ach ja, der Neumarkt. Jetzt mal ehrlich, wer fühlt sich da schon so richtig wohl? Also ich auf jeden Fall nicht. Vor allem nachts versuche ich, den Ort so gut es geht zu meiden. Unauffällig und schnell gehe ich durch die Straßen, vor allem die Johannesstraße. Hauptsache, mich spricht niemand an. Eine Kollegin hat mir erzählt, dass sie manchmal sogar nach Feierabend extra noch etwas länger wartet, damit sie passend zum Bus rennen kann und nicht warten muss. Ein Gefühl von Sicherheit ist das auf jeden Fall nicht. Und so wie uns beiden geht es vielen Osnabrückern. Kein Wunder also, dass die Johannesstraße oder auch die Möserstraße von der Polizei als sogenannte gefährliche Orte eingestuft wurden. Der Stadt Osnabrück reicht das aber wohl nicht. Die Behörde hat sich da nämlich jetzt etwas überlegt. Ein 10-Punkte-Programm. Das soll dabei helfen, dass ich und vermutlich viele andere auch sich wieder sicherer fühlen. 10-Punkte-Programm, das ist ein ganz schön bürokratischer Begriff. Welche 10 Punkte da genau geplant sind, das erzählt euch meine Kollegin Monique. Erstens, Videoüberwachung an der Johannesstraße. Zweitens, Waffenverbotszone in Teilen der Innenstadt. Drittens, Ausweitung der Alkoholverbotszone am Salzmarkt und in der Johannesstraße. Viertens, bessere Beleuchtung. Fünftens, verstärkte Präsenz des Ordnungsamtes. Sechstens, mehr Streetworker und Präventionsangebote für Jugendliche. Siebtens, Selbstbehauptungsschulungen für Mitarbeiter im Einzelhandel. Achtens, Sauberkeit verbessern. Neuntens, Frauennachttaxis. Und zehntens, Sicherheit in der Abendgastro verbessern. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt das alles noch sehr unkonkret und wirft eine Menge neuer Fragen auf. Ein paar davon habe ich unserer Oberbürgermeisterin Katharina Pötter gestellt. Bevor wir ihre Antworten dazu hören, hier noch eine kurze Werbeunterbrechung. Dein Leben muss sich deinem Job anpassen? Hä? Bei uns im Klinikum Osnabrück ist das genau andersherum. Schreib deinen Dienstplan doch einfach selbst und entscheide, wann du arbeitest und wie viel. Mit dem neuen Arbeitszeitmodell Flexpool bei uns im Klinikum Osnabrück bestimmst du allein über deine Zeit. Hol dir jetzt alle Infos unter www.derflexpool.de und werde Teil des Teams. Frau Pötter, wie sind Sie eigentlich auf das Programm gekommen? Also wo war der Ursprung? Ja, wir nehmen schon seit der Nach-Corona-Zeit fest, dass das Niveau an Straftaten in der Stadt Osnabrück durchaus auf einem besorgniserregenden aufsteigenden Pfad war, muss man sagen, insbesondere im vergangenen Jahr. Das hat dazu geführt, dass wir gemeinsam mit der Polizei verschiedene Maßnahmen nicht im Verborgenen, aber zumindest ohne spezielle Öffentlichkeitsarbeit getätigt haben, was die Situation in der Johannesstraße angeht, ganz konkret eine Schwerpunktkontrolle durch die Polizei, durch unseren Ordnungsaußendienst vorgenommen haben und damit auch erreicht haben, dass dort spürbar die Straftaten zurückgegangen sind. Trotzdem haben wir festgestellt, dass die gefühlte Sicherheit in der Stadt Osnabrück, also das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen, dadurch sich nicht deutlich verbessert hat, sondern ganz im Gegenteil, die Rückmeldungen aus der Einwohnerschaft, aber auch aus der gewerbetreibenden Sicht, aus der Innenstadt insbesondere, transportiert worden ist, dass es dort Themen gibt der subjektiven Sicherheit, des Sicherheitsempfindens der Mitarbeitenden insbesondere. Und vor dem Hintergrund haben wir uns mit Polizei und den verschiedenen Dienststellen unserer Verwaltung zusammengesetzt und überlegt, was sind Anknüpfungspunkte für eine Steigerung des Sicherheitsgefühls auf der einen Seite, aber auch der objektiven Sicherheitslage. Und so ist es zu diesen 10 Punkten gekommen, weil wir wirklich geguckt haben, welche Fachlichkeit kann was liefern, um Osnabrück insbesondere in der Innenstadt sicherer zu machen. Wie schätzen Sie selbst die Situation ein? Also ganz konkret, wo sind die Probleme? Die Probleme liegen vor allem im subjektiven Empfinden. Wir sind objektiv gesehen eine Stadt, in der man sich nach wie vor sicher bewegen kann, auch hier in der Innenstadt und auch am Neumarkt.
Aber sicherlich gibt es Ecken, wo die Bürgerinnen und Bürger das anders wahrnehmen, weil Menschengruppen insbesondere dort sich aufhalten, die sich in Gruppen verhalten, die laut sind, die dann eher eine Besorgnis hervorrufen. Wir haben Situationen, die sind dunkel, insbesondere jetzt noch in der Frühlingsjahreszeit ja auch immer noch, aber insbesondere jetzt auch in der zurückliegenden Jahreszeit. Und wir wissen aus Studien und auch aus vielen Berichten, dass eine mangelnde Beleuchtung auch zur Unsicherheit führt. Das ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Da wollen wir ansetzen. Es gibt den Nachweis darüber, dass da, wo es als unsauber empfunden wird, man sich auch unsicherer fühlt. Also müssen wir auch beim Thema Sauberkeit etwas tun. Und ich glaube, dass wir gerade bei diesen Themen, also Beleuchtung, Sauberkeit, durchaus noch besser werden können und dass das auch wirklich Ansatzpunkte sind, wo wir den Menschen ein besseres Gefühl vermitteln können. Wie hoch sollen die Kosten sein und wer bezahlt das überhaupt? Das kann ich Ihnen leider auch noch gar nicht genau beantworten, da es auf der einen Seite darum geht, Vorhandenes umzusteuern, nachzusteuern, anders einzusetzen in der Priorität. Wir haben beispielsweise einen Punkt in diesem 10-Punkte-Plan, der zielgerichtet auf junge Leute ausgelegt ist, also das sogenannte Streetwork in die Innenstadt zu holen. Und das machen wir in den bestehenden Möglichkeiten, die die Stadt hat. Also das heißt, dass wir an anderer Stelle möglicherweise dann nicht mehr so intensiv sind oder in einer anderen Taktung sind, genauso wie beim Ordnungsaußendienst. Hier werden wir mit einer Maßgabe jetzt oder sind am 1. März schon gestartet mit 2 Streifen in den Abendstunden. Also dann, wenn Feierabend ist, für die Mitarbeitenden aus dem Einzelhandel präsent zu sein zwischen Nikolaiort und Neumarkt-Johannesstraße, also genau den Bereich der Innenstadt, um den es uns geht. Und das wird dazu führen, dass wir an anderen Stellen eben nicht mehr so präsent sind. Und wir nehmen dann die verschiedenen Aufgaben, die der Ordnungsaußendienst hat, in einer unterschiedlichen Priorität wahr. Das Thema Videoüberwachung wird Geld kosten. Dort haben wir erstmal 100.000 Euro im aktuellen Haushalt vor Anschlag, um die vorbereitenden Maßnahmen, die Prüfungen auf den Weg zu bringen und eine Idee zu entwickeln, wie wir das umsetzen können. Können Sie schon sagen, ab wann die Videoüberwachung kommt? Nein, das kann ich Ihnen noch nicht sagen und ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, dass sie definitiv kommen, weil die Videoüberwachung in Deutschland aus guten Gründen an sehr hohe rechtliche Hürden geknüpft ist und wir aktuell dabei sind, auszuloten, diese rechtlichen Hürden alle gerichtsfest belegbar zu machen. Da sind wir uns sehr sicher, dass das aufgrund der aktuellen Lage in den entsprechenden Bereichen der Fall ist. Aber wir müssen jetzt auch gucken, dass wir es technisch entsprechend umsetzen und dann wird das letztlich auch noch eine Entscheidung sein, die der Rat zu treffen hat, ob wir diese Videoüberwachung gemeinsam mit der Polizei in dem dann vorgeschlagenen Umfang auch umzusetzen. Also ich kann weder sagen, wann genau mit der Videoüberwachung gestartet wird, noch ob sie tatsächlich realisierbar ist. Aber wir werden alles daran setzen, dass sie kommt. Und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Wie lange soll das eigentlich umgesetzt werden? Also in Bezug auf die verstärkten Kontrollen. Soll es da zum Beispiel erst eine Art Testphase geben? Wir werden das jetzt erstmal bis auf Weiteres so tätigen, bis wir feststellen, ob wir eine Wirkung erreicht haben. Weil das ist ja das eigentliche Ziel. Wir wollen, dass die Innenstadt sicherer wird und sich die Menschen auch entsprechend fühlen. Und da werden wir jetzt erstmal mit einem offenen Ende an die Maßnahmen rangehen. Erstmal alle an den Start bringen, weil ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass wir einen Strauß an Maßnahmen haben und jetzt nicht nur einseitig auf Videoüberwachung setzen. Das ist eine von 10 Maßnahmen insgesamt. Und alle werden ein Stück weit dazu führen, dass wir das Ziel erreichen. Wenn wir es festgestellt haben, gucken wir, was dann zu tun ist. Aber erstmal ist das Ende offen. Eine Frage, bei der ich schmunzeln musste, als ich sie in den Kommentaren unseres Insta-Beitrags gelesen habe, ihn aber trotzdem nicht vorenthalten möchte. Wird es dann auch ein Alkoholverbot auf den Weihnachtsmärkten und der Maiwoche geben? Selbstverständlich nicht, weil es kein allgemeines Alkoholverbot geben wird, was die gesamte Innenstadt umfasst. Sonst haben wir auch in der Außengastronomie im Übrigen ein Thema, also nicht nur bei unseren städtischen Veranstaltungen. Aber es geht eben darum, gewisse Ansammlungen von Menschen, die ein ungutes Sicherheitsgefühl bei anderen Menschen hervorrufen, zu vermeiden. Und wir werden das in einem eng begrenzten Raum tun. Und das heißt nicht, dass die gesamte Innenstadt mit einem Alkoholverbot überzogen wird, sondern dass wir dort, wo wir diese Schwierigkeiten haben, sie bedarfsgerecht anpassen. Und auch das unterliegt einer ständigen rechtlichen Kontrolle. Das wird jetzt bestimmt viele beruhigen. Da möchte ich nochmal auf einen anderen Punkt kommen. Die Selbstbehauptungsschulung für Einzelhandelsmitarbeiter. Was genau sollen die dort lernen? Wir reden ja ganz viel über gefühlte Sicherheit. Und wenn ich selber gestärkt bin in meinen Verhaltensweisen, in meinem Auftreten, möglicherweise in unguten Situationen eben nicht in so eine Opferrolle zu verfallen, dann hält das auch gewisse Dinge von mir fern. Und darum geht es, die Menschen stark zu machen, sich sicher auch zu fühlen, um gewisse Verhaltensweisen an den Tag zu legen und im Fall der Fälle sich eben auch selber behaupten zu können. Könnte das Konzept auch ausgeweitet werden, zum Beispiel auf den Hauptbahnhof? Der wurde auch oft genannt als einen Punkt, wo Leute sich unwohl fühlen.
Sie meinen jetzt den 10-Punkte-Plan ausweiten auf dem Hauptbahnhof. Also wir haben jetzt erstmal die Situation festgestellt, dass wir hier einen vermehrten Antritt von oder Auftreten von Straftaten haben und wir wollen das in den Blick nehmen. Und dann müssen wir weiter gucken, denn wir reden ja häufig auch von sogenannten Verdrängungs- und Verlagerungseffekten, die solche Maßnahmen haben, dass wir dann möglicherweise in einem anderen Bereich fortsetzen oder ausweiten. Das kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Eine letzte Frage habe ich noch, wieder aus der Kommentarspalte unseres Instagram-Beitrages. Warum denn nur ein Alkoholverbot und nicht auch ein Marihuana-Verbot? Also wenn es nach mir ginge, dann würde das Marihuana-Verbot für die gesamte Stadt auch nach April noch gelten. Das habe ich, glaube ich, im Kontext des Pressegesprächs auch schon gesagt, dass ich von der Idee des Bundesgesundheitsministers, das hier zu legalisieren, nicht viel halte. Aber das ist, glaube ich, ein ganz neues Thema. Meines Erachtens müsste man auch das dann künftig in den Blick nehmen. Wenn ich den Gesetzentwurf aber richtig verstehe, ist es ja sowieso nur in bestimmten Zonen erlaubt, sodass sich da erstmal die Frage stellt, wo in der Innenstadt wird das überhaupt entsprechend dann möglich sein. Eine Maßnahme, über die ich im 10-Punkte-Programm direkt gestolpert bin, ist die sogenannte Waffen- und Messerverbotszone. In dem Instagram-Beitrag zu dem Plan habe ich eine Menge Kommentare gelesen, die alle einen ähnlichen Tenor hatten. Wozu brauchen wir sowas? Waffen sind doch sowieso überall verboten. Und das war auch mein erster Gedanke. Trotzdem sollen diese spezifischen Zonen noch einmal mehr abschrecken. Doch wie genau das funktionieren soll und warum so eine Zone für Osnabrück im Gespräch ist, das habe ich mir vom Fachmann erklären lassen. Dem Polizeipräsident Michael Maßmann. Also was mir Sorgen macht, sind der Anstieg der Gewaltdelikte, die wir in der Tat auf einem sehr hohen Niveau haben. Über 15.000 Straftaten aus dem Bereich der Gewaltdelikte haben wir noch nie gehabt. Offensichtlich ist die Gesellschaft unruhig und auch nicht mehr in der Lage, ihre Delikte oder ihre Dinge untereinander friedlich zu regeln durch Kommunikation, so wie man das eigentlich sich wünschen würde. Herr Maßmann, Sie haben im Interview mit meinem Kollegen Dirk Fisser erzählt, dass die Gewaltbereitschaft steigt und vor allem auch Messerangriffe zum Problem werden. Können Sie das einmal kurz einordnen? Wie sehen da die Zahlen der vergangenen Jahre aus? Ich muss mit dem großen Vergleich anfangen. Wir haben insgesamt fast 90.000 Straftaten in der Direktion und von diesen Straftaten sind im letzten Jahr 350 Messerdelikte gewesen. Und von diesen 350 Messerdelikten heißt das auch nicht, dass jedes Mal mit einem Messer gestochen worden ist, sondern dass das Messer durchaus als Tatmittel mitgeführt worden ist. Und das ist in über der Hälfte der Delikte. Dass Messerdelikte die Bevölkerung massiv beunruhigen, da haben wir als Polizei ein sehr großes Verständnis dafür. Und deshalb wollen wir uns dieses Thema auch noch mal etwas genauer angucken. Wenn ich jetzt die letzten 4 Jahre nehme, seit denen werden die Messerdelikte überhaupt in unserer Statistik abgebildet, dann ist das Bild total uneinheitlich. Also der niedrigste Wert ist 300 und der höchste Wert ist 350 und dazwischen pendelt das in den letzten 4 Jahren immer hin und her. Man kann nicht mal eine Tendenz des Steigens ableiten. Was unternimmt die Polizei dagegen? Also erstmal sind natürlich eine Vielzahl von Dingen in bestimmten Bereichen schon unternommen worden. Also wenn ich den Osnabrücker Bereich hier nehme, der Johannesstraße, da sind wir mit Sonderkontrollen unterwegs gewesen. Wir sind im Moment dabei zu prüfen, welche Möglichkeiten wir nach dem Waffengesetz haben. Das Waffengesetz gibt 2 Möglichkeiten. Wir können nämlich eine Messerverbotszone oder eine Waffenverbotszone einrichten. Das muss allerdings mit der Kommune abgestimmt werden. Ich weiß, dass die Stadt Osnabrück in einem 10-Punkte-Plan sich ja auch schon dafür ausgesprochen hat. Und genau an dem Thema arbeiten wir. Dazu müssen allerdings die Zahlen jetzt genau analysiert werden. Wann könnte eine Messerverbotszone in Osnabrück kommen und in welchem Bereich würde sie dann gelten? Also ich kann das sehr grob sagen. Wir haben 2 Bereiche in der Direktion, auf die wir fokussieren. Der eine Bereich ist der Innenstadtbereich von Leer und der zweite ist der Innenstadtbereich von Osnabrück. Und wo genau das dann gezogen wird, können Sie wahrscheinlich noch nicht jetzt sagen. Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Also das bedarf wirklich einer etwas größeren Vorbereitung, weil das Waffengesetz uns da auch rechtliche Hemmnisse gibt. Aber mit einer guten Analyse, glaube ich, werden wir am Ende zu einer Waffen- oder zu einer Messerverbotszone kommen. Eine letzte Frage habe ich noch zur Einordnung. Bringt so eine Verbotszone überhaupt etwas? Also was für Regeln würden dort gelten und wie kann die Polizei dort agieren? Ja, man darf eben entsprechende Messer oder entsprechende Waffen dann auch nicht mitführen und bei der Kontrolle stellt das dann eben auch einen Verstoß dar. Man kann aber auch sagen, wenn die Leute wissen, dass man da Messer nicht mitführen darf, dann halten sie sich hoffentlich auch dran, jedenfalls die meisten. Hat die Polizei dort in dem Gebiet dann auch andere Rechte zu agieren? Ja, wir kontrollieren dann da mehr und kontrollieren eben auch, ob solche Messer oder solche Waffen mitgeführt werden. Ich finde zwar, dass die Maßnahmen schon recht vielversprechend klingen, aber bis ich mich dann auch wirklich sicherer fühle am Neumarkt, da wird es wohl noch einige Zeit dauern. Wie seht ihr das? Geht ihr mit den Maßnahmen der Stadt oder wünscht ihr euch mehr? Habt ihr vielleicht sogar Kritik? Lasst mich eure Meinung gerne wissen und schreibt mir einfach unter moinos@fragen-podcast.de.
bin gespannt auf eure Kommentare zum Thema Sicherheit in der Innenstadt. Das war Moin Osnabrück. Nächste Woche Donnerstag geht's weiter und die Folge findet ihr dann wie gewohnt ab 5 Uhr bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag.